Wir schauen, was braucht das Kind, was da wirklich vor uns sitzt? Was ist da die Problematik? Was ist da los? Also ich glaube, dass es nicht funktioniert, ein Kinder- und Jugendcoaching zu entwickeln, wo wir sagen, so, wir haben unsere Liste, erstens, zweitens, drittens, vierte Stunde, fünfte Minute, Kind hat zweimal gelacht, ich bin auf dem richtigen Weg und weiter geht's, sondern dass wir individuell schauen müssen, was hat dieses Kind vor uns, an welcher Stelle, für welche Bedarfe. Und da kommen wir auch schnell an den Punkt, dass einzelne Methoden, einzelne Frageansätze oder Coaching-Techniken da schnell an ihre Grenzen stoßen, dass es ein breites Portfolio an Möglichkeiten braucht. Und dieses Portfolio ist, glaube ich, genau das, was das IPE Kinder- und Jugendcoaching auch ausmacht. Das ist nicht eine Methode und los geht's und dann muss es halt irgendwie klappen, sondern wir können uns am Kind orientieren und an den Bedürfnissen des Kindes und haben dann die nötigen Ansätze und Methoden, um dem Kind gerecht zu werden. Und nicht das Kind muss uns, unserem Angebot und unseren Methoden gerecht werden. Und ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie Kinder- und Jugendcoaching auf Dauer fürs Kind auch sinnvoll funktionieren kann.